Beim Geschlechtsverkehr denkt der Mann vor allem an sein eigenes Vergnügen. Aber um ein richtig guter Liebhaber zu sein, muss er lernen, seine eigenen Bedürfnisse hinten anzustellen. Ist es toll, Schatz? Denen der Frau Beachtung zu schenken. Ja. Das ist schön. Wenn mir einer bei unserem ersten Treffen gesagt hätte, dass du der Mann meines Lebens wirst, dann hätte ich sicher nicht gleich Ja geschrien. Gabi, was ist mit meinem Arm? Ganz eindeutig. Ich spüre immer solche Stiche im linken Arm. Ich sehe Punkte vor meinen Augen und keine Farben mehr. Was kann das sein? Mesagerthyklonovaferrosodum, Fagasal und nun für Herzeter. Echt? Ich gratuliere. Ich lebe mit einer Frau zusammen, mit der ich nichts gemeinsam habe. Das darf nicht mehr so weitergehen. Neulich habe ich einen Brief wiedergefunden, den ich mit 17 an mich selbst geschrieben habe. Such nach der großen Liebe. Nicht die, die du kriegen kannst, sondern die, von der du träumst. Leb dein Leben wie ein verfluchtes Gitarrensolo. Wie ein Gitarrensolo? Ich habe auch einen Brief geschrieben, da war ich 12 und habe mir geschworen, dass ich auf keinen Fall je im Leben einen Schwanz anfassen würde. Wir sind schon halb mit unserem Leben durch. Und was kommt jetzt? Okay, wir können... Diese Frauen hier sind alle Anfang 30 und Single. Und jede zweite geht mit dir mit, egal was für ein Loser du bist. Weißt du überhaupt noch, wie ich heiße? Anja? Nein. Nana? Nein. Anja? Ich liebe dich. Ich bin nicht glücklich. Lass uns ein Baby machen. Ich hatte noch nie solche Gefühle. Das kann nicht alles sein. Was hat alles in Gang gesetzt? Sie ist die Frau meiner Träume. Das Grinsen, mit dem du rumläufst, steht dir sehr, sehr gut. Wieso? Oh, Mess! Ich kann's noch packen. Das Leben zu leben, von dem ich geträumt habe.